7 Punkte und da sind die 2 Punkte noch mit drin, ne? Ja, ja genau. 2 THW mehr. Der Hafen Kunichums ist riesig und für ganze Stege und Brücken braucht man einen eigenen Stadtplan. Zwischen den Schiffen und den Lagerhäusern am Kai herrscht ein emsiges Treiben, vergleichbar mit einem Ameisennest. Fischer bringen ihre Waren ein, Träger schleppen Körbe, Maultiere werden schwer beladen. Für große Frachten gibt es sogar einen mechanischen Kran, der durch die Kraft mehrerer Mervatis angetrieben wird. An den Kais sägen Handwerker Planken zurecht und bessern Boote aus. Netze und Segel werden repariert. Aus der Ferne hört man Hämmern und schweres Gerümpel von Werftarbeiten. Die Zöllner der Hafenmeisterei haben es nicht leicht, die Übersicht zu bewahren. Und wer genau hinsieht, bemerkt, dass dann und wann einmal ein kleines Beutelchen in die Taschen der Gardisten wandert. Und daraufhin umgehend die Freigabe zum Entladen eines Bootes erteilt wird. Was nicht in die Lagerhäuser auf dem großen Handelskontor geschafft wird, findet seinen Weg auf die Basare der Stadt. Die Anzahl der Schiffe ist beeindruckend. Unzählige kleine Lorchas, zumeist einmastig, neben ihren großen Geschwistern, den eindrucksvollen Zitraken. Die größten unter ihnen haben 4 Masten mit einem charakteristischen, aus Binsen geflochtenen Segel. Auch die schlanken Talucken mit ihren 2 bis 3 Dreiecksegeln sieht man in großer Zahl. Dazwischen liegen bornische Koggen, schwer bewaffnete Holken, windige Karavellen und vorwiegend als Kontransporter genutzte Potten. Wenn man Glück hat, kann man auch eine moderne horasische Schivone oder ein torwalsches Drachenschiff erspähen. Die Kriegsflotte Kunichums besteht aus einigen schweren Zitraken, etliche Talucken und eine Handvoll Schivonen dümpeln ruhig am Kai. Der Großfürst ist kein Freund der Seefahrt und so fristen die Schiffe zumeist hier im Hafen ein tristes Dasein. Die Galeeren, die durch die große Besatzung enorme Summen kosten, wurden schon vor Jahren verkauft. Und doch kannst du ein Schiff erkennen, was dir besonders eine Gänsehaut über den Rücken, über deinen ganzen Körper laufen lässt. Die Sulman al-Nasuri, das Zauberschiff. Und während du dich umblickst, kannst du erkennen, wie gerade neben dir vor dir eine alanfanische Bireme festgemacht wird und jemand mit mächtigen Schritten davon runterpoltert. Du kannst erkennen, Uktan Sturmfels. Ah, Senore Abelmir, willkommen in Kunichum. Ja. Was verschlägt euch hier hin? Was für ein Zufall. Erfreut euch zu sehen. Die Umstände verschlugen mich nach Kunichum. Die Götter haben einen merkwürdigen Humor, dass sie uns hier zusammenführen. Ah, das haben sie wohl, Signore. Worauf seid ihr in der Suche? Wollt ihr ein paar Sklaven kaufen? Kommen wir gerade aus der Hand. Nein, ich suche ein paar vernünftige Helfer für ein Handwerk. Ein Kontor muss wiederhergestellt werden. Helfer, wir sind in Kunichum. Nennt sie doch einfach Sklaven, mein Freund. Du kannst an seiner Seite die aufgerollte Peitsche erkennen, mit der er schon damals mächtig Eindruck gemacht hat. Nun, ich suche freiwillige Helfer, die für guten Lohn gute Arbeit leisten. Ah, Signore, schön, dass ihr hier seid. Wollt ihr mit mir auf meine kleine BDM kommen? Ich habe mittlerweile selbst zu einem kleinen Kapitän geschafft. Vielleicht später. Ihr seid hier? Bleibt ihr länger in Kunichum? Oh, ein paar Tage. Wir wollen aufbrechen in Richtung Mendena. Gutes Gold. Nach Mendena? Was? Sie, Signore? Nun, ich frage besser nicht, nach welchen Geschäften ihr dort nachgeht, nicht wahr? Ah, nun, es ist eine Handelsreise. Was sollte es auch sonst sein? Nun, vielleicht kommen wir doch noch ins Geschäft. Wie wäre es heute Abend im Palast der Sinnesfreuden? Wir würden euch gerne einladen zu einem Essen. Ja, nun, sicher. Ich bin zwar Kapitän, aber normalerweise gastiere ich im Sultan Säbel. Da werdet ihr mich finden. Aber wenn ihr mich einladet, selbstverständlich, auf die alten Zeiten, mein Freund. Wunderbar. Nun, kennt ihr zufällig einen guten Handwerker hier? Ah, sicher. Der Markt ist voll von ihnen. Wenn ihr am besten am Flusshafen fragt, da gibt es die günstigeren. Das Holz ist etwas weicher und kann besser verbaut werden. Kommt ganz darauf an, wo ihr hinfahren wollt. Ich wollte ein Kontor ausrüsten, kein Schiff. Ach ja. Sie, Senor, dann geht zum Flusshafen. Dort werdet ihr sicherlich den einen oder anderen finden. Tagelöhner. Ja, wunderbar, dankeschön. Nun dann, bis heute Abend in... Adios, amigo. Adios, wie man so schön sagt in Al-Anfa. Ich verbeuge mich und würde dann weitergehen. So kannst du deine... Ja, Tagelöhne anwerben, die du für wenig Gold bzw. für wenig Silber dann die Tage entsprechend an die Seite von Borgwurm stellen kannst, der dann das ganze Ausbauen wieder leitet.
Isarun und Rafim wollen jetzt wohin? Ja, zum Markt. Wir müssen Masken kaufen und den ganzen anderen Scheiß. Gut, dann gib auch du mir mal bitte eine Gassenwissenprobe. Denn du kennst dich nicht in Kunchum aus. Nee, kein Stück. Ja, Isarun darf natürlich auch nochmal eine Gassenwissenprobe machen. Denn Rafim hat keine Ahnung von der Stadt und auch du warst natürlich noch nicht hier. Du hast zwar noch entfernte Verwandte, die wohl auch Spurgelsener sind, die in Kunchum sind, aber... Oh. Lass du damals nicht erfahren. Ja, also mein Onkel, der derzeitige Baron Reckhard von Spurgelsen, der wohnte teilweise lange Jahre in Kunchum als Botschafter des Mittelreichs, hat natürlich immer mal wieder was erzählt, aber das ist nochmal was ganz anderes, die Stadt dann wirklich vor sich zu sehen. Ja, das Wimmeln der Ameisen in den Gassen. Und Rafim bleibt vor einem großen Basar stehen, das ihn so ein bisschen an eine Arena erinnert und du kannst ihn dann weiterziehen. Auch wenn du dich selber nicht ganz auskennst, an einer Bäckerei kannst du dann wohl noch die ein oder andere Köstlichkeit erwerben, sowas wie Paschmak oder Tattelplätzchen, Hefefladenbrot und Sesamkringel. Und erst danach gibt er dir dann die richtige Information, dass du eine gute Maske wohl in dem Maraskaner Viertel, zumindest bei Maraskanern bekommst, und zwar auch im Flusshafen, beim Stoffdruck von Sulmajiba. Ah, Maraskaner. Oh je, die reden immer so viel. Ja. Aber schöne Stoffe machen sie. Naja, dann... Uns wird wohl nichts weiteres übrig bleiben, oder? Ja, die schönsten Stoffe kommen aus Alanfa. Nur, dass wir das geklärt haben. Gewiss doch. Ja, wir machen uns auf den Weg nach dem Stoffdrucker. Genau, ihr könnt euch ein bisschen weiter umherfragen und dann, nachdem Rafim 2-3 Taschendiebe nochmal vermöbelt hat und ihn gedroht hat, die Hand abzuschneiden, könnt ihr dann vor dem Stoffdruck neben dem Handelshaus der Maraskaner stehen bleiben am Flusshafen und dort mit einer Maraskanerin sprechen. Bruder, Schwester Fremdici, schön, dass ihr hier seid. Die Welt ist schön. Was kann ich für euch tun? Ja, die Zwerge zum Gruße. Die Welt ist schön? Die Welt ist schön. Ja, durchaus. Also ein bisschen, ja, doch eigentlich angenehm warm heute mit der Brise von der See. Ist ganz nett, ja. Ja, die Brise weht aus Maraskan herüber. Da kann das nur schön sein. Ja, vielleicht wart ihr schon lange nicht mehr da. Hm? Das verstehe ich nicht. Ja, ich hab gehört, Maraskan, da sollen viele giftige Tiere sein. Ah, Garethias. Also gut, was kann ich für euch tun? Also, ich brauche Masken. Ja, wie viele? Was sollen sie haben? Welches Muster? Habt ihr schwarz und rot? Selbstverständlich, schwarz und rot für Kor. Kommt ihr vom Tempel hier? Ihr seht nicht aus wie ein Maraskaner. Ihr seht nicht aus wie ein Kunchoma. Ihr seht nicht aus wie ein Garethia. Und trotzdem verhaltet ihr euch so. Ich komme aus dem schönen Al-Anfa. Das habe ich mir gedacht. Ja. Ja, ich hätte gerne auch 6 Masken. Und eine Gold... Na, egal. Geben Sie mir erstmal 6 Masken. Was alles kosten in schwarz die? Und rot? Das muss ich jetzt anfertigen. Ich brauche ein gutes Muster von euch. Ich kann natürlich auch einfach nur schwarz und rot machen, aber das sieht doch nicht hübsch aus. Alle Masken von mir müssen hübsch sein. Ja, das ist mir auch sehr wichtig. Außerdem muss ich noch wissen, ob ihr euch das Muster patentieren lassen wollt. Oder ob ich es weitervermarkten kann. Das kostet natürlich mehr. Das ist mir unfassbar scheißegal. Meine Masken sind nicht einzigartig, müsst ihr wissen. Ich denke, wir haben nichts dagegen, wenn ihr das Muster für andere Kunden weiterverwendet. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Außerdem hätten wir noch gerne einige Überhänge. Rafim, du auch oder lieber nicht? Ja, habt ihr einen Mantel in schwarz und rot? Also, ja genau, was uns vorschweben würde, sind so weite, verhüllende Gewänder. Naja, die man eben auch bei Hitze tragen kann, die ein bisschen die Hitze abhalten und vielleicht verschleiern, dass man darunter Waffen trägt. Ja, sowas können wir machen, natürlich. Wir sind für den Krieg gegen die Hafaxijians gerüstet. Auch wir tragen die Waffen. Ihr müsstet mal nach Tuzak kommen. Was glaubt ihr, was da los ist? Nun, das freut mich zu hören. All die Umhänge, die sie tragen, sind von mir. Und sie verhüllen ihre Tuzak-Messer.
Und damit schneiden sie die Hafaxigeans auf. Sie bluten so schön. Oder Schwester, ja. Die Welt ist schön. Siehst du, Rafim, wir sind ja an der richtigen Adresse. Ja. Na gut, dann nehmt doch gerne einmal Maß. Ja, machen wir so. Und sie hält ein paar Stoffe gegen dich und an dir vorbei und ins Licht und ja, nimmt dann sowas wie Maß. Braucht ihr sonst noch irgendwas? Nein, wir kriegen das alles hin. Einen halben Tag. Ja, das reicht mir. Ich hoffe, ihr wollt eine gerade Anzahl. Ja. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 246. Ich glaube, so viel brauchen wir nicht. 512. Erst einmal 6 Stück. 1024. 12. Oder Schwester, die Welt ist schön. Was? Wie kommt sie jetzt auf 12? Rafim, habe ich 12 gesagt? Die hat sie nicht alle. Oh je. Na gut, wird wohl nicht schaden, wenn wir was zum Wechseln haben. Ja, bestimmt. Ja, als ihr dann nach einiger Diskussion noch dann nach draußen tretet, ihr könnt erkennen, wie Abel mir 10 Leute in Richtung eures Kontors schickt. Oh, Abel mir, komm mal ran. Rafim, ja? Nun, warte, seid ihr fündig geworden? Ja, hier, eine sehr talentierte Stoffdruckerin. Komm mal rüber, du musst dich auch ausmessen lassen. Für eine Maske? Nun gut. Ja, die müssen irgendwie sehr gut passen und hier, Übergewänder haben wir auch noch. Ah, die Farben. Oh. Nun ja, man passt sich eben an. Richtig, die Farben sind doch schön, oder nicht? Ja, es sind die Farben des Feindes. Es wird wohl gehen. Mir würde da auch jemand einfallen, der so ein Verbündeter, der trägt die Farben auch. Denk mal ganz scharf nach. Nun, ich vermute, ihr tragt sie aus anderen Gründen und aus einer anderen Sichtweise. Ja, das macht die Farben aber nicht weniger schön. Nun ja, lass uns nicht streiten über Farben. Ja. Trägt den ganzen Tag schwarz und will sich dann über Farben streiten. Das ist tatsächlich etwas albern. Nun ja, schwarz beinhaltet alle Farben, aber lassen wir das. Ja. Währenddessen kann Boltaxigian mit einem von Rauschkraut verschmierten Bart, der ein bisschen grünlich fluoresziert, reingehen bei Yalan und Zulamin. Seine Augen, seine Pupillen sind unglaublich groß und schwarz. Oh, die Welt ist schön, nicht wahr? Boltax? Yalan! Hast du in einen guter Freund, Bruder, Schwester, Yalan! Oh. Wir hätten ihn nicht allein lassen sollen mit diesen Leuten. Oh, hast du von einer der Gurken genascht? Ach, sie wirkten so freundlich. Ja, die sind sehr lecker. Ich habe eine ganze Tüte bekommen. Und dann habe ich... Oh, die haben so lecker gekocht. Und dann habe ich mich mit ihnen unterhalten. Oh, wusstest du, dass Bruder, Schwester, Mael Jajin... Oh, die hat vielleicht etwas erlebt. Oh, das muss ich dir erzählen. Ah, und dann haben sie ganz, ganz interessante Sachen erzählt zu meinem Hartholzharnisch. Wusstest du, dass der aus Maraskan kommt? Oh, die haben mir gezeigt, wie ich den noch besser tragen kann. Guck mal, jetzt wackelt er nicht mehr so. Oh, Walter, ich erkläre dir seit einem Jahr, wie du die Schnallen besser festmachen kannst. Wirklich? Das kommt davon, weil ich dir nie richtig zuhöre. Ich taste mal vorsichtig, wenn du redest, seinen Edelsteinbeutel ab. Die haben ihn ausgenommen, oder? Ich habe keine Edelsteine dabei. Oh. Immerhin etwas. Ich bin ja auch geizig. Geld. Du hast aber niemanden geheiratet, während du weg warst, oder? Ich glaube nicht. Oh, ihr müsst diese begnadete Schmiedin sein, von der Yalan so viel erzählt hat. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ja, ihr seid also Boltaxigian, ja? Ja, genau, Bruder, Schwester, bin ich. Habt ihr schon mit Eslamida von Geran gesprochen? Sie ist die Färberin. Sie kann euch für euren Harnisch noch einige Tinkturen mitgeben, damit das Holz nicht zerfällt. Oh ja, das klingt super. Das werde ich natürlich machen. Yalan, wir müssen unbedingt zu Eslamidia. Das
denke, das wäre eine gute Idee. Wir können zu Eilas abgehen. Eilas ab von Jagern. Das ist diejenige mit den kurzrasierten Haaren. Sie ist eine Wappenstickerin. Da könnt ihr euch eure eigenen Wappen machen lassen. Oder ihr geht zu Orisab. Orisab von Jagern. Das ist die Leinweberin hier. Die Stickerin kenne ich. Die macht gute Arbeit. Dann sollten wir die alle aufsuchen. Ich war Yalan. Ich war Zulamin. Nun, Meisterin, wir werden euch dann eures Handwerkes walten lassen und in guten Boltags noch ein wenig die Sehenswürdigkeiten zeigen. Oder ihr setzt euch noch etwas hin und genießt das Viertel. Auf die eine oder andere Weise. Oh, Yalan, wir sollten uns alle neue Wappen machen lassen. Also ich habe ja noch keins, aber eures. Ihr könnt eurer Frau ja ein neues Wappen mitbringen. Ja, was das angeht, bin ich mir mit ihr noch nicht so ganz einig geworden, wie wir das in Zukunft machen wollen. Oh, ich denke, irgendwas mit Löwen würde gut ankommen. Und irgendwie mit der ganzen Bahnstrahlgeschichte und so weiter. Kehren wir das Thema nochmal unter den Teppich, ja? Wäre es denn mit einem Zwerg, der einen Drachen erschlägt? Das wäre doch ein gutes Wappen. Komm, Boltax, wir sorgen dir irgendwas gegen die Rauschgurke. Rauschgurke? Komm einfach. Na gut. Oh, die Welt. Nein, nicht da lang. Hier ist die Tür. Oh. Da ist ein Fenster. Ja, aber. Na gut. Schönen Tag noch, Frau Schmiedin. Ja, so könnt ihr euch nach ungefähr einer Stunde wieder gemeinsam treffen. Wahrscheinlich an eurem Kontor, wo mittlerweile das große Sägen und Hämmern begonnen hat. Und ihr erkennt könnt, wie Borgform mit meisterlichem Handwerk dann dafür sorgt, dass die ihm zugewiesenen Tagelöhner das tun, wofür sie hier sind. Irgendwie mit den Händen in den Hüften da. Borgform, warum hat man dich eigentlich jemals an Menschen rumsägen lassen? In Holz bist du doch viel begabter. Naja, das liegt einfach daran, dass wir wenige Heiler an Bord der Seeadler hatten und naja, ich hatte eine Säge und wenn ein Stumpf irgendwie abgeschnitten werden muss, weil er sich sonst entzündet hat, naja, dann führt das eine zum anderen. Ich habe gelernt, wie man Menschen, naja, heilt, indem man sie absägt. Vergeudetes Talent, ich sag's dir. Vergeudetes Talent. Aber sehr solide Handwerkskunst, Borgrum, das muss ich schon sagen. Mhm. Und ein Lob von einem Zwerg, das ist doch was. Der Balken soll in den zweiten Stock. Ja, genau, das, was ihr sagt. Ich klopfe mir auf die Schulter und gehe dann eben vorbei und lasse ihn erstmal in Ruhe arbeiten. Schaut mal, mein Harnisch ist auch schön aus Holz und jetzt auch wunderbar umgefärbt. Was haltet ihr denn davon? Yalan ist sie, wenn ich getroffen habe? Ugdan. Und den anderen Fahne? Exakt diesen. Er lebt noch? Und... Nun ja, er hat eine Passage nach Mendena. Zumindest sagt er das, dass er nach Mendena seine nächste Reise geht. Interessant. Na, ich will gar nicht wissen, was er da macht. Ich habe auch nicht weiter gefragt. Ich habe heute Abend eingeladen. Oh, das ist hervorragend. In den Palast der Sinnesfreunde zum Essen. Ja, das ist hervorragend. Ich bin mir sicher, wir können mit ihm uns auf etwas einigen. Es wäre äußerst unauffällig, wenn wir an Bord seines Schiffes nach Mendena einschiffen. Und er ist sicherlich vertrauenswürdiger als irgendwelche Gestalten wie, ich weiß nicht, Ben Schalik oder so. Wer immer dieser Ben Schalik sein muss, aber ja. Nicht so wichtig. Jedenfalls, hervorragende Arbeit. Nun ja, ich konnte nicht dafür. Es war Zufall, wenn man so will. Obwohl, ich glaube eigentlich nicht an Zufälle. Sechsmal mit euch. Wer ist dieser Ugdan? Er ist ein Seemann. Er ist früher schon mit uns auf der blutigen See gefahren. Ich bin gar nicht mehr sicher, wieso überhaupt. Ich glaube, wir haben ihn einfach nur als Seemann angeheuert. Und er hat sich als fähig und für eine Landfahne umgänglich erwiesen. Und einmal wäre er fast zu einem Baum geworden. Was? Ich bin mir über den Hergang der Dinge nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat irgendetwas gegessen, was er nicht hätte essen dürfen. Ihr wisst schon, irgendwas, das angespült wurde. Und... Ihr wart vor Maraskan, nicht wahr? Da kann so etwas schon einmal passieren. Tatsächlich waren wir in Kunjun. Oh. Hey, was heißt denn überhaupt umgänglich für einen Alanfarner? Oh, du weißt ganz genau, was ich meine, Rafim. Ja, wir sind halt nicht so ein weichen Haufen wie ihr. Oh, aber schön, dass man mal wieder einen Landsmann trifft. Habt ihr alles hingebekommen, was ihr machen wolltet?
Nun, Jahira al-Asim, Jahira al-Asim war offenbar gut gelaunt. Von daher denke ich, dass wir an dieser Front gut bedient sind. Und naja, du siehst ja Boltax. Ja, guck mal, Rafim, wir haben jetzt die gleichen Farben. Haha, meine Rüstung und deine Rüstung. Ha. Ja, schön. Ja, finde ich auch. Sollten wir jemals in die Verlegenheit kommen, wieder nach Maraskan zu kommen, werde dir über diese Lackierung noch dankbar sein, denke ich. Oh, na gut, das klingt natürlich gut. Denn dort zerfällt alles, was aus Stoff oder Leder oder Holz besteht, in sehr wenig Zeit, wenn man das nicht sehr gut pflegt. Oh, ihr erzählt immer so negativ von Maraskan, aber die Leute waren so nett. Oh, sie haben mir sogar eine Tüte mit Gurken mitgegeben. Das sagtest du. Ja. Vermutlich habe ich die Tüte irgendwann unauffällig in den Manal hingeworfen, während wir unterwegs waren. In Boltax mit dem Wochenvorrat Rauschgurken brauche ich echt nicht. Nun gut, wie verlief also eure Besorgung an der Evadan-Akademie? Nein, ich sollte warten auf Isarum. Sie wollte unbedingt mit. Ja, nun gut. Und ihr wart Masken einkaufen, nicht wahr? Ja, ich habe für alle Masken besorgt, schwarz und rot, genau wie die Gewänder. Wir werden wunderbar aussehen. Mhm. Die Gewänder sind natürlich weit genug, dass wir unsere diversen Ausrüstungsgegenstände unauffällig darunter verbergen können. Wunderbar. Ich denke, ich werde mich trotzdem weiterhin ans Gold in Gold halten, aber ansonsten hervorragend, denke ich. Ja, ist kein Problem, wir haben 12 Gewänder gekauft. Boah, das war sehr weitsichtig von euch. So wie ich maraskanische Stofffärberei kenne, könnte es sein, dass die es nicht gut aushalten, wenn ihr damit versehentlich ins Unwasser fallt. Also ja, Ersatz zu haben ist gut. Währenddessen können Zulamin und Isarun so ein bisschen skeptisch diejenigen anwerben, die Abel mir angeworben hat. Und so ein bisschen fällt euch beiden auf, und wenn ihr ein bisschen näher tretet, könnt ihr es auch hören, wie sie sich wohl erst misstrauisch umgeblickt haben, als ob sie Angst hätten, dass sie verfolgt werden. Und im Gegensatz zu den anderen trinken sie wohl auch kein Bier oder sowas, was da gerade rumsteht, oder Säfte, die da hingestellt worden sind gegen die Hitze in der Sonne, jetzt wo wir Ingram haben. Sie blicken sich immer wieder sehr unauffällig um und suchen nach jemandem oder etwas und machen das, was sie gerade tun, nicht ganz richtig, unterhalten sich dann leise und könnt da wohl hören, wie sie über irgendwie Goldschatz reden oder Matrosen und anwerben. Harry, komm mal anheuern. Eure Arbeiter sehen ein bisschen paranoid aus, Abelmir. Nun ja. Mehr als sonst. Naja, die arbeiten ja nicht mal richtig. Die beiden da, die scheinen ein wenig abgelenkt zu sein. Oh, sind die faul. Was war nochmal dieses Perikummer anheuern? Das, was man im weniger umgangssprachlich noch pressen nennt. Ja, darüber haben sie gerade geredet. Und das ist vermutlich... Abelmir, wo hast du die denn her? Ja, vielleicht haben sie Angst, als Sklaven verkauft zu werden. Vom Flusshafen. Ugdan hat mir diese Stelle empfohlen, wo man günstig Arbeitskräfte finden könnte. Hast du sie angeheuert? Oder hast du sie gekauft? Natürlich habe ich sie angeheuert. Ich kaufe doch keinen Sklaven. Hast du sie versehentlich gekauft, Abelmir? Ich habe sie auch nicht versehentlich gekauft. Ich denke, ich weiß, was der Unterschied zwischen kaufen und Sklaven kaufen ist. Also wenn ihr Klarheit wollt, fragt sie doch einfach. Soll ich sie holen? Ja, ich denke, ihr seid der richtige Mann dafür. Oh ja, ich bin auch der Sympathische unter uns. Ja, ich würde mal auf die beiden zugehen. Was? Ja? Oh, ihr beide, mitkommen. Schlagt uns nicht, was? Nein. Wir wollen nicht. Wir müssen hier gerade den Balken tragen und zusägen. Ja, der einen mit der einen hat den Mann an der linken Schulter gepackt, mit der rechten hat den anderen an der rechten Schulter gepackt. Der Balken hält schon. Mitkommen. Ja, gibt es ein Problem, meine Herren? Zieh ich sie dahin. Langsam auf euch zu. Was? Ihr wirkt besorgt. Meister Abelmir, habt ihr etwas damit zu tun? Wir arbeiten, wirklich. Nun, wie es scheint, arbeitet ihr nicht.
Doch, doch, natürlich. Mir scheint, ihr seid ebenso viel damit beschäftigt, euch ängstlich umzusehen. Dafür gibt es keinen Grund. Aber was bezahlt ihr den Leuten eigentlich? Den üblichen Standardlohn hier in Kontium natürlich. 2 Techinen. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. Das ist ein vernünftiger Lohn für Tagelöhner. Nun, meine Herren, wovor habt ihr Angst? Ja, was, vor den Werbern. Wessen Werbern? Die Seeadler ist wieder hier. Die Werber machen sie betrunken und verschleppen sie an Bord der Schiffe. Das weiß jeder. Der Kapitän ist ein geiziger Mensch und zahlt keinen einzigen Heller. Und deswegen verschleppt er die Matrosen. Und die Handwerker, die werden nie wieder gesehen. Das klingt nicht nach der Seeadler. Sie sind für gewöhnlich sehr stolz darauf, größtenteils Freiheit als Ruderer zu haben. Jedenfalls könnt ihr euch in diesem Fall ja glücklich schätzen, dass ihr diesen Job hier gefunden habt. Ihr helft, dieses Kontor wieder aufzubauen. Und solange ihr hier beschäftigt seid, kann euch niemand etwas anhaben. Also solltet ihr fleißig arbeiten. Aber mir habt ihr die Seeadler im Hafen gesehen, was ihr da wart? Nein, ich vermute mal, sie ist im Kriegshafen. Das Schiff, das Seelen frisst. Nur so kann es sich über den Wogen halten. Das die Magier verzaubern an Bord mit Blut. Mit dem Blut von wehrlosen Matrosen und Atagelöhnern. Meint hier wirklich jemand die Seeadler oder das Kunschumer Akademie-Chef? Nein, die Seeadler von Beilung. Mit Sanin. Der liegt ständig hier an. Ständig braucht er neue Leute. Niemand will. Deswegen gehen sie Perikoma anheuern. Verschleppen Leute. Ich kann euch versichern, sie heuern Freiwillige an. Niemand muss dort unfreiwillig Dienst tun. Ja, aber Abelmir, das letzte Mal, dass wir mit denen Kontakt haben, ist auch 2 Jahre her. Nun, ich denke, Sani ist der gleiche. Ja, aber was meinst du, durch wie viele Männer der in 2 Jahren bei seiner Mission gegangen ist? Natürlich ist es eine gefährliche Arbeit, aber sie muss getan werden. Ja, aber vielleicht findet er niemanden mehr, der sie machen will. Was ist denn dieses Akademie-Schiff? Von dem habe ich ja noch nie gehört. Oh, das müsst ihr sehen. Der ganze Stolz der Kunchoma. Deswegen haben sie es nach Sulman al-Nasuri benannt. Ein Schiff, das durch Magie angetrieben wird? Jede kleinste Schraube wird durch Magie betrieben oder... Nun ja, es ist ein Unikat. Das klingt ja praktisch. Sahidi, die Sulman al-Nasuri ist ein Wunder, geboren aus 1001 Rausch. Im Licht der ersten Sonne, die sich in einem inneren Meer erhebt und das gesegnete Land am Manadi zu liebkosen, schimmert der Rumpf des Zauberschiffes von allen Farben der Göttermetalle, vom regenbogenfarbenen Schuppenglanz bis zum dunklen Schwarzstahl. Kein fußbreiter Schiff ist und ist nicht mit Zauberzeichen bedeckt und stets tanzen Djinnim auf der Sulman, die nach dem mächtigen Zaubersultan benannt ist. Die Luftdschinne blähen die Segel und Fendis des Wassers schwimmen mit den Delfinen um die Wette und flammende Geister entzünden die Himmel.